Hallo, mein Name ist Simone Ebner, ich bin Physiotherapeutin, Beckenbodentherapeutin und Gründerin von Gemeinsam durch dick und dünn. In meinem letzten Facebook-Eintrag war die Resonanz so riesig, dass ich mir gedacht habe, dass ich heute hier euch einige alternative Bauchmuskelübungen zeige, die vor allem beckenbodenschonend sind, aber auch bei der korrekten Durchführung rückenschonend sind. Unsere Bauchmuskeln haben an sich drei Schichten. Wir haben eine ganz, ganz tiefe Schicht, die ist übrigens fast die wichtigste Schicht. Dazu komme ich jetzt gleich noch einmal. Und dann die unterste Schicht, die legt sich wie ein Band über den ganzen Bauchraum. Und dann kommen die anderen Schichten, die eben die schrägen Bauchmuskeln machen und den geraden Bauchmuskel, von dem ich gesprochen habe in meinem Bericht, der von unten nach oben geht, der an sich jetzt nicht wirklich wichtig ist, der macht jetzt einfach nur so diese Oberkörperbeugung. Jetzt zur untersten Schicht, das ist der Musculus transversus abdominis, das ist wie gesagt so dieser Bandmuskel oder wie er bei der Laiensprache auch genannt wird, der Korsettmuskel, und das ist so diese Basis und die möchte ich mit euch jetzt erwähnen. Fangen wir jetzt wirklich von ganz vorne an. Ihr nehmt jetzt mal eure Hände, rechts und links, unter eurem Po und ertastet mal eure beiden Sitzbeinhöcker. Die fühlen sich jetzt an wie zwei Kugeln. Wenn ihr die Sitzbeinhöcker gefunden habt, sucht ihr euch den höchsten oder in dem Fall jetzt den niedrigsten Punkt aus, reibt ein bisschen dran und dann könnt ihr eure Hände wieder rausnehmen und setzt euch jetzt direkt auf euren Sitzbeinhöcker drauf. Und jetzt stellt ihr euch vor, eure Wirbelsäule ist ein Bauklotzturm, der Wirbel für Wirbel sich aufrecht hinsetzt, ohne dass er nach links oder rechts verschoben ist. Dementsprechend baut ihr jetzt euren Rücken auf, die Schulter weg von den Ohren nehmen, die Schulterblätter eher nach hinten ziehen zur Wirbelsäule und jetzt legt einmal eure Hände auf den Bauch. Ich habe jetzt gerade eben vom Musculus transversus abdominus gesprochen. Das ist dieser quere Bauchmuskel, der sich wie ein Band oder wie ein Korsett um den Bauch legt. Stellt es euch jetzt mal bildlich vor, macht eure Augen zu und atmet jetzt ganz tief durch die Nase ein. Und zwar so, dass ihr die Luft ganz bewusst runter, gerne bis zum Beckenboden hinatmet, ganz tief. Und bei der Ausatmung die Luft wieder hinausatmet. Ganz tief einatmen, richtig groß machen den Bauch, nach vorne wölben. Und bei der Ausatmung wieder den Bauch zurückziehen, um diesen Muskel jetzt zu aktivieren. Zieht ihr bei der Ausatmung den Bauchnabel zur Wirbelsäule nach hinten und das Schambein zum Bauchnabel. Das heißt, ihr macht den Bauch schmal und kurz. Okay? Also ganz tief durch die Nase einatmen und bei der Einatmung, bei der Ausatmung den Bauchnabel zur Wirbelsäule nach einatmen und bei der Ausatmung so richtig den Rückzug, jawohl, und hier kurz machen. Das ist das Wichtige und somit habt ihr schon mal diesen Musculus transversus und das ist die Basis. Die Basis, die ihr bei allen Muskelübungen und nicht nur Bauchmuskelübungen aktivieren müsst. Und damit wir jetzt auch den Beckenboden immer stabil halten, nehmen wir den Beckenboden mit. Den mache ich jetzt hier nicht extra, den mache ich gerne in einem anderen Video mal. Der muss jetzt einfach mal drinnen sein. Das heißt, wenn ihr jetzt einatmet, ist der Beckenboden locker. Und bei der Ausatmung, wenn ihr diesen Musculus transversus aktiviert, zieht ihr den Beckenboden, schnürt sie ihn ein und zieht ihn gedanklich nach oben und halten, 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 halten und dann wieder locker lassen. Und das Ganze machen wir jetzt zweimal, dass der Rhythmus bleibt, Bauch nach vorne heben bei der Einatmung und bei der Ausatmung. Bauchnabel zur Wirbelsäule kurz und schmal machen, Beckenboden anheben. Wenn man diese Übung korrekt durchführt, schaut der Bauch dann so aus. Tief durch die Nase einatmen, der Bauch geht nach oben und bei der Ausatmung den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Den Schambein kurz machen und man sieht, wie schön dieser Korsettmuskel den Bauch zusammenzieht. Und dann wieder noch alles lösen, einatmen und bei der Ausatmung den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Das Schambein zum Bauchnabel, Beckenboden auch aktivieren gerne und dann wieder locker lassen. Das Ganze machen wir jetzt wieder zweimal. Einatmen durch die Nase, der Bauch wird groß und bei der Ausatmung hier richtig den Korsettmuskel aktivieren. Jawohl, und halten, halten. Und da sieht man, wie viel der wirklich schon arbeitet und was das für eine effektive Übung schon alleine nur diese Basisübung ist. Um rückenschonend und korrekt auf den Boden runterzukommen, gehst du bitte jetzt mit deinem rechten Bein nach vorne, senkst dein hinteres Bein nach unten, setzt dein rechtes Bein wieder nach. Und jetzt gehen wir in den Vierfüßlerstand hinunter,
Du setzt deine Hände jetzt unterhalb vom Schultergelenk, beugst deine Ellbogen ganz leicht, die Zeigen nach außen ganz leicht beugen. Wir wollen nämlich nicht, dass die Bänder und die Strukturen im Ellbogengelenk überstrapaziert werden. Die Knie sind unterhalb vom Hüftgelenk, also ein bisschen breiter darfst du dich hinstellen. Genau. Hier schauen wir, dass die Halswirbelsäule in Verlängerung von der Wirbelsäule ist. Du darfst gerne noch ein bisschen mehr runtergehen. Wir wollen hier nämlich einen geraden Rücken haben. Und jetzt beginnen wir wieder mit der Basisübung. Du atmest ganz tief nach unten jetzt den Bauch. Und bei der Ausatmung ziehst du den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Kurz und schmal, Beckenboden aktivieren und halten, halten, halten. Einmal noch tief einatmen durch die Nase. Und bei der Ausatmung den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Jawohl, den Korsettmuskel aktivieren, halten, halten. Jetzt machen wir noch eine Übung, mal kurz Pause, die schrägen Bauchmuskeln aktivieren. Die schrägen Bauchmuskeln aktivieren wir, indem wir machen jetzt die gleiche Übung, die Basisübung, machen aber noch was hinzu. Also du atmest ganz tief durch die Nase ein, die Basisübung, ziehst den Bauchnabel beide aus, ab und zur Wirbelsäule kurz und schmal machen. Und jetzt das nächste Mal bei der Ausatmung drückst du die rechte Hand in die Unterlage hinein, das linke Knie in die Unterlage hinein und drückst es mehr oder weniger zueinander zu, ohne dass die Bewegung entsteht. Und damit hast du ganz, ganz, ganz toll die schrägen Bauchmuskeln dabei. Und gleich noch einmal die linke Hand in die Unterlage drücken, das rechte Knie in die Unterlage drücken, bei der Ausatmung die Basisübung aktivieren, Bauchnabel zur Wirbelsäule und dann alles wieder locker machen. Einatmen, alles ist locker. Und bei der Ausatmung jetzt die andere Diagonale wieder. Recht, genau. Halten, halten, halten. Beckenboden aktivieren. Und locker lassen. Jetzt noch eine Variante von dieser Übung. Hier ist es auch noch gleichzeitig eine Stabilisationsübung. Das heißt, dass jetzt nicht nur die Bauchmuskeln aktiviert werden, sondern auch die Rückenmuskulatur. Alles, was stabilisiert. Also auch die ganz tiefen Rückenmuskeln. Dafür nimmst du jetzt deine linke Hand nach vorne, dein rechtes Bein nach hinten wegstrecken und dann in der Mitte zusammenführen, sodass Ellbogen und Knie sich zusammenführen und wieder strecken. Und gerne auch mit der Basisübung immer, gell? Bauchnabel zur Wirbelsäule kurz und schmal halten und strecken und beugen und strecken. Jawohl! Und ihr merkt, wie hier alles arbeiten muss, dass es nicht umfällt. Eine ganz, ganz, ganz effektive Übung, die eben mit diesem Zug hier in die Mitte ganz toll die schrägen Bauchmuskeln aktiviert. Als nächstes machen wir die sagenumwobene Planke. Die Planke ist wirklich eine sehr effektive Übung. Wenn man sie denn korrekt durchführt, macht man sie nicht korrekt, ist es eher schädlich für den Rücken. Deswegen schalte ich jetzt hier die Fehlerquellen aus. Du darfst jetzt runtergehen in den Unterarmstütz. Das ist schon mal eine, von Haus aus eine ganz wunderbare Ausgangsstellung für den Beckenboden. Der Beckenboden wird jetzt durch die Schwerkraft automatisch in die richtige Position gebracht. Normal, wenn wir stehen, zieht der Beckenboden nach unten, der Beckenboden muss arbeiten. Jetzt wird genau in die umgekehrte Richtung gezogen. So, die Planke. Wichtig ist hierbei, dass die Schulter bzw. der Ellbogen genau unterhalb von der Schulter ist. Man kann gut und gerne die Hände vorne zusammenhalten, man kann sie aber auch wirklich in Verlängerung lassen, also wirklich nach vorne zeigen lassen. So, dann gehst du mit deinen Zehen ganz weit nach hinten, streckst deine Knie aus. Die Fehlerquellen hierbei sind, oft heben es die Frauen oder die Männer den Po zu weit an, das wollen wir nicht. Wir wollen hier eine stabile haben. Den Bauchnabel, also die Basic-Übung, Bauchnabel zur Wirbelsäule, kurz und schmal, Beckenboden aktivieren und damit ist hier alles aktiv. Ihr merkt schon, das ist sehr anstrengend. Also die Planke alleine reicht eigentlich schon als Grundübung. Dann kannst du wieder runtergehen. Wenn man anfängt zu zittern, ja, geht man in die Gefahr hinein, dass man Ausweichbewegungen macht. Fehlerquelle. Das heißt, nie wirklich über diesen Zittermoment gehen, weil dann werdet ihr schädlich. Also dann schadet ihr eher euren Rücken. Es reicht vollkommen wirklich, halten, 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 5 Sekunden halten und dann wieder eine Pause machen. Das reicht komplett. Wir wollen hier wirklich die Fehlerquellen ausschalten. Okay? Ich zeige jetzt noch zwei, drei alternative Übungen. Du gehst jetzt nochmal in die Ausgangsstellung, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Und jetzt setzt das rechte und das linke Bein erstmal eins nach außen, außen und wieder innen, innen. Und hier halten, halten, halten. Aber ich spüre es. Halten, halten und wieder innen. Einmal noch. Halten, halten und Pause. Jetzt geht runter. Zwei weitere Alternativen. Die Ausgangsstellung bleibt die gleiche. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Hier ist es flach. Und jetzt hebst du abwechselnd dein Bein nach oben
und dann wieder absenken und das andere Bein anheben. Und hier hältst du. Halten, halten, halten. Das ist wichtig. Halten, halten. Gerne 5-mal in Folge jedes Bein und dann wieder Pause. Mehr brauchen wir nicht. Genau. Pause. Mehr brauchen wir nicht. Es ist sehr anstrengend. Die nächste Alternative ist eine ganz wunderschöne Übung. Ich liebe sie. Meine Mädels in meinen Kursen auch. Ausgangsstellung ist die gleiche, nach hinten. Und jetzt tippelst du mit deinen Zehen nach vorne, sodass der Po sich diesmal anhebt. Nach vorne tippeln. Und wieder nach hinten tippeln. Sodass du wieder wirklich parallel zum Boden bist. Halten, hier will ich Spannung haben. Und wieder nach oben gehen. Jawohl. Und wieder nach unten. Halten, halten. Weiter atmen. Nicht vergessen. Einmal machen wir es noch. Super, man spürt richtig, wie sie hier aktiviert. Und Pause. Noch eine letzte Übung in dieser Ausgangsstellung. Sie wird geliebt von meinen Kursteilnehmerinnen. Sehr anstrengend. Ausgangsstellung ist die gleiche. Wir bleiben in der Planke drinnen. Und jetzt schieben wir ein Handtuch oder irgendwas, was auch rutschig ist, nach vorne und nach hinten. Die Ausgangsstellung hier bleibt. Gell? Bauchnabel zuwirbeln, alle Beckenboden aktivieren. Weiteratmen. Geh nach vorne, zurück. Es reichen hier auch 5-mal. Komplett. Gerne mit Wiederholungen danach noch. Und Pause. Genau. Wenn diese Übungen jetzt zu langweilig waren und zu einfach, dann kann alles gerne auch auf dem Petsyball machen. Das heißt, ihr legt euren Unterschenkel auf dem Petsyball drauf und könnt die ganzen Übungen auch nochmal mit labilen Untergrund machen. Die nächste Ausgangsstellung ist dann die Rückenlage. Ich möchte euch jetzt gerne nochmal zeigen, wie man wirklich rückenschonend und beckenbodenschonend sich auf den Rücken legt. Wir wollen ja unbedingt hier diese geraden Bauchmuskeln ausschalten. Dazu gehen wir wieder über den Ausfallschritt nach unten in die Rückenlage. Oberkörper ist gerade. Jetzt gehst du in den Vierfüßler, legst dich dann auf die Seite und drehst dich wie ein Brett auf den Rücken. Genau. Okay? Jetzt haben wir diese geraden Bauchmuskeln ausgeschalten. Beine nach oben. Gebeugt. Gebeugt, gebeugt. Genau. So, der Kopf bleibt bei der gesamten Übung auf dem Boden. Wir wollen den Kopf nicht abheben, weil dann haben wir gleich sofort hier diesen geraden Bauchmuskel, den wollen wir nicht, den brauchen wir nicht. Was wir jetzt brauchen, ist hier Stabilität. Wir brauchen Stabilität im Rücken, dass wir nicht in den Hohlkreuz gehen, nicht ins Hohlkreuz gehen. Das heißt, du machst die Basic-Übung, Bauchnabel zuwirbeln, sollen beide ausatmen, kurz und schmal machen, Beckenboden aktivieren. Und jetzt wird interessant. Jetzt nimmst du dein Knie bzw. dein ganzes Bein nach unten, ein Bein immer, tippst nach unten und hebst es wieder an und dann kommt das andere Bein und behältst diese Spannung hier unten. Halten, 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 abwechseln. Das Einzige, was sich bewegt, ist das Hüftgelenk. Halten, wir wollen hier Berührung vom Boden haben. Die Lendenwirbelsäule bleibt in der Unterlage. Halten, halten. Und du merkst hier schon wieder, gell? Es fängt an zu zittern. Die Muskeln, die aktivieren sich. Abwechseln, man kann es gerne 10-mal, 15-mal machen, wie es einem lieb ist. Wichtig ist der Kontakt zum Boden. Wichtig ist diese Grundübung und die Atmung. Wunderschön für die schrägen Bauchmuskeln wieder. Gleiche Ausgangsstellung, bleibt. Wir bleiben bei der Basisübung. Bauchnabel zu, Wirbelsäule kurz und schmal. Wie gesagt, die könnt ihr den ganzen Tag machen. Das macht den flachen Bauch mit Ernährung der richtigen. Aber wenn du den ganzen Tag den Bauchnabel zu, Wirbelsäule ziehst, kurz und schmal machst, ist es eine ganz tolle Übung, auch im Start. So, jetzt nimmst du deine rechte Hand und drückst sie gegen dein linkes Knie. Und du willst mit dieser Hand das Knie nach unten drücken, das Knie will aber nicht nach unten. Das heißt, du hältst dagegen, hast hier aber auch die Spannung. Und halten, 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 genau hier auch halten. Und locker lassen und dann nochmal die andere Seite. Dagegen drücken, dein Kopf bleibt unten. Halten, halten, hier Bauchnabel zu Wirbelsäule, kurz und schmal atmen. Halten, halten, halten und wieder im Wechsel, die andere Seite. Halten, Bauchnabel zu Wirbelsäule, Beckenboden aktivieren. Halten, halten und wieder im Wechsel. Kommen wir zum letzten Teil. Die Taille-Muskulatur. Auch wieder eine super Übung. Wir lieben sie, ich liebe sie. Dazu brauchen wir die Seitenlage. Du drehst dich jetzt wieder wie ein Brett oder wie auf Französisch en bloc auf die Seite. Dadurch haben wir jetzt wieder den Rücken, sind wir rückengerecht auf die Seite. Kommen. Wie es jetzt ein bisschen zu schwer ist, jetzt den Körper nach oben zu heben. Er kann gerne noch in diesem gebeugten Knie bleiben.
Wichtig ist bei der Ausgangsstellung, die beiden Beckenspitzen bleiben bei der gesamten Übung übereinander. Sie dürfen nicht nach hinten ausweichen, das macht man gerne, oder man nimmt sich auch gerne hier so die Muskeln mit. Wir wollen genau die Mitte haben. Und jetzt machst du wieder die Basic-Übung, Bauchnabel zur Wirbelsäule, kurz und schmal Beckenboden aktivieren und du hebst jetzt mal dein Becken an. Genau, das ist die einfachere Version, ist aber auch effektiv. Und dann wieder absenken, nicht ganz auf den Boden ablegen und du bleibst immer ein bisschen in der Luft. Und wieder runter. Atmen nicht vergessen. Hier bleibt die Spannung. Genau, man spürt sie. Hier bleibt die Spannung. Rauf und runter. So, die schwierigere Version ist mit einem ausgestreckten Bein. Genau das gleiche. Du aktivierst wieder deine Grundspannung. Bauchnabel zur Wirbelsäule, Beckenspitzen bleiben übereinander. Rauf und wieder runter gehen. Und wieder rauf und runter. Jawohl. Und du merkst auch hier wieder, wie anstrengend es ist und wie effektiv. Rauf und runter und rauf und runter. Und da kann man sich auch wieder selber seine Ziele setzen. Zuerst 10 Mal und das 3 Mal wiederholen. Und wer möchte, kann das dann immer wieder steigern.